Wenn ich jetzt mal das Pferd wäre und würde eine Hinterhandswendung in deine Richtung machen, also Hinterhandwendung links, dann sollte das innere Hinterbein, das gilt auch später fürs Kurzpferd, also ich reite kurz an, wende dann über den äußeren Zügel, das heißt, ich stelle nach innen, das ist wichtig, wenn ich keine Stellung habe, habe ich auch kein Außen. Also wenn der Hals gerade ist, gibt es keinen äußeren Zügel. Ich habe also Stellung, dadurch habe ich mehr Druck auf dem äußeren Zügel und kann die äußere Schulter bewegen. Und dann tritt das Pferd, wenn es perfekt geht, immer so mit seinem äußeren Hinterbein um das innere Hinterbein herum, was sich immer bewegt. Zack, steht es wieder so.